Leute, der Season 17 Teaser ist draußen, damit erzähle ich euch nichts Neues, das wird mir völlig bewusst sein, aber ich möchte euch jetzt den Teaser nochmal kurz zeigen und möchte euch vor allen Dingen verraten, wenn man ein bisschen genauer forscht im Netz in Verbindung mit Titanfall, tatsächlich Titanfall 2, ergibt das ein großes Ganzes und es teasert uns ein extrem heftiges Firing Range Update. Also ich sage euch nicht einfach, ach übrigens hier Firing Range, da ist jetzt eine Box, hurra, wir wissen alle nicht, was die Box bedeutet. Ich werde jetzt einen Code aufschlüsseln auf der Box und ich werde euch ein paar Informationen geben, die eigentlich, wenn ihr mir genau zuhört und bis zum Ende euch das reinzieht, vielleicht sogar mit Titanfall ein bisschen auskennt, dann werdet ihr wahrscheinlich ein großes Ganzes entdecken und vor allen Dingen haben wir schon seit, ich glaube, Season 15, seitdem wir Skulltown im Team Deathmatch, beziehungsweise nicht im Team Deathmatch, sondern im Gunrun schon zocken konnten, haben wir im Prinzip schon einen kleinen Teaser unbewusst bekommen, der eigentlich keinem auffallen wird groß, was mit der Firing Range passieren wird. Und das wird ein richtig heftiges Ding werden, wenn ich es richtig interpretiere. Deswegen bleibt bis zum Schluss dran. Ich habe eine Menge zu erzählen. Vielleicht macht es nicht für jeden Sinn. Ich versuche das jetzt irgendwie so verständlich wie möglich rüber zu bringen. Natürlich am Anfang erstmal der Teaser Firing Range. Ihr startet, ihr lauft schräg rechts bis hinter und dort seht ihr diese Box. Das ist jetzt erstmal nicht spannend und es wurde auch eigentlich schon der gesamte Teaser bis Mitte, Ende April ist der dritte. Ich glaube in ein oder zwei Tagen ist der zweite Teaser, der dritte ein paar Tage später. Das ist schon bekannt, da gibt es noch dieses Comic, wo du Ballistik drauf siehst und der Solo-Modus geteasert wird und irgendwas mit der Flatline und. Das ist quasi die finale Version von dem Teaser und das ist nur der Anfang. Aber schon der Anfang der Box teasert uns unfassbar großes Zeug. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe hier nochmal einen Screenshot gemacht und möchte euch einfach mal übersetzen, was da steht. Auch das in der Übersetzung ist jetzt noch nicht so extrem spannend. Wenn ich euch jetzt aber noch ein paar Titanfall-Informationen dazugebe, dann ergibt die ganze Geschichte mega geilen Sinn. Zu Deutsch steht hier, warte mal, Asset Migration Initiative. Ich weiß, Initiative ist jetzt hier nicht falsch ausgesprochen, aber ist für mich ein absoluter Zungenbrecher. Das bedeutet zu Deutsch grob Initiative zur Verlagerung. Drunter der Satz Transfer to Dynamic Testing Facility kann man grob übersetzen Transfer auf dynamische Prüfeinrichtung, Testzentrum, Testbereich, Testgebäude, wie auch immer. Und dann kommt nach dem Komma Solace oder Solas, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Das ist der Planet, wo sich Kings Canyon aufhält und auch die Firing Range, Maximalgewicht uninteressant. Und dann kommt das LOT, der Code S17 für Season 17, FR für Firing Range, 2K23 ist klar 2023 und der Code RSPN. Respawn auch nicht weiter schwer. Wenn wir jetzt aber Titanfall hinzuziehen, wird es erst richtig interessant. Denn die Dynamic Testing Facility, die hier auf diesem Code, auf dieser Box zu sehen ist, ist eine, ich sage mal, Anlage, die es auf dem Planeten Typhoon in Titanfall 2 gab und betrieben wurde von Ash. Ash ist natürlich schon seit langem auch in Apex Legends nicht unbekannt und genau jetzt müssen wir davon ausgehen, wenn ich jetzt noch Kings Canyon oder den Planeten Solas hinzuziehe, was wir rechts ja sehen, Kings Canyon, Firing Range, müssen wir, und das spinne ich mir jetzt tatsächlich zusammen, das habe ich nirgendwo aus dem Netz, können wir davon ausgehen, dass dieses Testing, Dynamic Testing Facility, übrigens, da wurden irgendwelche Sachen, Waffen und keine Ahnung getestet. Genau bin ich da nicht informiert, weil ich mich mit Titanfall tatsächlich nicht auskenne. Die meisten von euch wissen das, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Testgelände, weil das ist über kurz oder lang, glaube ich, war es so, dass in Titanfall 2 dieses Gelände runtergefahren wurde. Keine Ahnung, ich kann euch das nicht genau erklären, aber zum Punkt, dieses Testgelände wird wohl transferiert auf dem Planeten Solas und wird quasi auf die Firing Range transferiert, was für mich bedeutet, Moment, dazu muss ich noch ein bisschen mehr euch einblenden und das ist nämlich das Verrückte, wir haben schon einen Teaser in Season 15 bekommen, seitdem wir Kings Canyon im Gunrun-Modus zum Beispiel zocken konnten und es wird uns nicht aufgefallen sein, weil der so versteckt war. Jetzt merkt euch nochmal ganz kurz von der Testing Area dieses Wabenmuster und jetzt zieht euch mal rein.
Was passiert, wenn wir Skulltown laden? Guckt euch mal im Hintergrund das Wabenmuster an. Warum ist da ein Wabenmuster? Das kann ich euch ganz, ganz logisch und simpel erklären, weil wir, Achtung hier auch im Auswahlbildschirm, weil das die Original Skulltown-Version ist und nicht die, die auf Kings Canyon aktuell da ist. Da heißt der Ort ja auch anders. Skulltown wurde quasi in diese Testing Facility Area reingeladen. Und jetzt guckt euch einfach mal so ein bisschen um, wie das rundum in Skulltown aussieht. Das ist die einzige Map im Mixtape, die dieses Wabenmuster hat. Und über uns ist wie so eine Art Dach. Wir können also davon ausgehen, zumindest gehe ich felsenfest davon aus, dass genau dieses Wabenmuster dieses Facility Dynamic Gedöns darstellt und ich darin rein interpretiere, wenn das in die Firing Range herkommt und das ein Update für die Firing Range ist, dass wir vielleicht irgendeine Schaltzentrale auf dem Trainingsgelände bekommen, wo wir vielleicht verschiedene Maps wie Skulltown laden können. Wahrscheinlich ist hier, und das ist nämlich der Punkt, das ist ja nicht original, es ist ja original Skulltown, was zerstört wurde, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir Spots, die zerstört wurden, die quasi nicht mehr existieren auf verschiedenen Maps, dass wir die in die Firing Range laden können, dort zocken können, vielleicht sogar das Mixtape für uns laden können und vielleicht sogar, keine Ahnung, private Matches 1 gegen 1 und so weiter zocken könnten. Das ist jetzt, was ich mir zusammenspinne, aber irgendwo macht es Sinn, dass wir vielleicht bestimmte Sachen eben genau in dieses dynamische Ding reinladen können und wir irgendwie eine Menge Fun haben können. Vielleicht wird auch die Firing Range im Allgemeinen zu einem größeren Zentrum für Sachen, die wir machen können, wenn wir gerade mal keinen Bock auf den Battle Royale Modus haben, dass wir vielleicht sagen, ich habe jetzt Bock auf Mixtape, wir müssen dazu aber erst in die Firing Range und können da über irgendwelche Schaltpulte oder irgendwelchen Gedöns Sachen hinzuladen. Und jetzt kommt noch etwas, das hatte vor, ich glaube, war es in Season 14 oder 15, ich weiß es nicht mehr genau, hat es EA selber noch geteasert. Wahrscheinlich versehentlich, erinnert euch an das Update für den Battle Pass Skin für die Flatline. Und hier hat EA versehentlich im Hintergrund auf der Firing Range auch ein Gebäude gezeigt. Also können wir davon ausgehen, dass wir vielleicht in diesem großen Update in Season 17 dann auch Gebäude laden können. Weil seht mal da unten rechts, das ist so eine orangene, ich sage mal Pixelfläche, wo wir vielleicht verschiedene Orte auch drauf laden können. Vielleicht wird wirklich die Firing Range deutlich größer gestaltet und der Bereich, wo diese orangene Plattform ist, können wir verschiedene Spots von irgendwelchen Maps hintransferieren und können da irgendwelchen Spaß draus zaubern. Das ist meine Theorie. Jetzt bin ich auf eure gespannt, verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.